3 Uhr morgens, Flughafen Düsseldorf. Dann können wir hier runter mit den Koffern. Alle dabei? Ja, alle komplett. Und auf dem Weg in den lang ersehnten Urlaub. Maren und Jens Friedrichs wollen heute mit ihren 8 Kindern nach Mallorca fliegen. Es ist die erste gemeinsame Flugreise ihres Lebens und eine große Herausforderung. Denn 2 ihrer Kinder haben das Down-Syndrom. Man weiß nie, wie sie in den neuen Situationen reagieren. Die Befürchtung war ja Sophia, dass sie das nicht schafft. Eben weil die ganzen Höhen, sie guckt dann immer nach oben, nach unten, dann hat sie Angst. Und dann bockt sie. Und wenn sie keinen Bock hat, dann hat sie keine Lust. Dann schafft sie das und dann bleibt sie sitzen. Wir haben zwar viel Kraft, aber wir können die ja nicht mitschluren. Das geht nicht. Zum Glück hilft der Flughafenservice weiter. So kommen Sophia und Julian sicher bis ans Gate. Alle sind aufgeregt und hoffen, dass alles nach Plan läuft. Vorfreude und Ängste natürlich, dass jederzeit irgendwas schief geht. Ja, die Wahrscheinlichkeit auch. Ist bei uns natürlich hoch. Für Sophia ist der erste Flug ein großes Abenteuer. So weit war die 18-Jährige noch nie von zu Hause weg. Nach 15 Stunden Anreise endlich am Ziel. Von Aurich über Düsseldorf nach Mallorca. Alle sind geschafft. Doch beim Anblick der Finca in Sacoma sind alle Strapazen vergessen. Alter, ist das geil. Hallo, gracias. Hola. Wer springt als erstes rein? Ein großes Haus mit Pool. Ganz allein für die Familie. Die Freude ist groß und Maren geschafft, aber erleichtert. Ich bin total durch, ich bin echt fertig, ich kann nicht mehr. Aber es hat mega Spaß gemacht, die Aufregung, die Kinder haben alle so toll mitgeholfen. Auch die Größeren, die Kleineren, es war alles super. Auch Sophia und Julian, alles super gut geklappt, ganz toll. Ich bin echt zufrieden. 5 der Jungen und Mädchen sind die gemeinsamen Kinder von Maren und Jens. 3 Kinder stammen aus Jens' erster Ehe. Prost auf unseren ersten gemeinsamen Familienurlaub! Woo! 3 Jahre hat die Familie auf diesen Urlaub gespart. Jetzt hoffen alle, dass sich die beiden Down-Syndrom-Kinder, Sophia und Julian, hier wohlfühlen. Ich denke mal, dass alle sehr gut schlafen, bis auf Sophia. Das wird bestimmt ein Problem werden. Ja. Aber das nicht ihre eigene Umgebung ist. Vielleicht schläft sie auch, vielleicht habe ich ja Glück. Mal gucken, wir lassen uns überraschen. Dass 2 ihrer Kinder das Down-Syndrom haben, hängt mit Maren Friedrich zusammen. Doch das kann niemand ahnen, als sie 1980 zur Welt kommt. Für ihre Eltern ist Maren die 2. Tochter. Sie ist topsiger als ihre Schwester und ihr Körperbau ist kräftiger. Maren ist immer fröhlich und mittendrin, auch als Teenager. Mit 21 lernt sie Jens kennen. Die beiden verlieben sich. Und nur wenige Monate später wird Maren schwanger. 2002 wird Sophia geboren. Die Kleine hat das Down-Syndrom. Also, dass Sophia das Down-Syndrom hat, haben wir circa 2-3 Wochen danach erfahren, also per Bluttest. Ich war natürlich ein bisschen geschockt, aber habe da auch so erstmal gar nicht drüber nachgedacht mit Down-Syndrom. Ich habe das hingenommen. Das ist Sophia, das ist mein Kind, das ist unser Kind. Wir haben sie so genommen, wie sie ist. Menschen mit Down-Syndrom haben ein Chromosom zusätzlich. Das 21. liegt nicht doppelt, sondern dreifach vor. Die Folge sind unterschiedliche geistige und körperliche Beeinträchtigungen. Große Sorgen macht sich Maren damals keine. Sie zögert auch nicht, wieder schwanger zu werden. 2003 wird Tim geboren. Anders als Sophia ist er gesund. Es war sehr schön, Tim als gesunden Jungen zu bekommen. Also für die Förderung, für Sophia, war das damals ganz gut. Der Kinderarzt meinte, das passt eigentlich ganz gut, weil Sophia sich ganz viel von Tim abgeguckt hat. Tim und Sophia konnten fast gleichzeitig laufen. Sophia mit 2 Jahren und Tim mit 1. Nach der Geburt von Tim erleidet Maren 3 Fehlgeburten. Die Ärzte sind alarmiert und finden heraus, die junge Mutter hat einen Gendefekt, der über 20 Jahre lang niemandem aufgefallen ist. Also mein Gendefekt wurde mit 24 festgestellt in den Hautzellen, in den Hautfibroblasten. Da wurde mir Haut entnommen und da kam dann halt raus, dass ich die Mosaiktrisomie 21 habe. Die Mosaiktrisomie ist eine milde Form des Down-Syndroms und dieser Gendefekt kann vererbt werden.
Trotzdem entscheiden sich Maren und Jens für weitere Kinder. Immer wieder werden sie deshalb angefeindet. Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung und wir sind natürlich, laufen nicht blauäugig durchs Leben. Leute urteilen so viel zu schnell. Wie viele Drogenabhängige gibt es oder Alkoholiker, die da Kinder in die Welt setzen? Da könnte ich ja auch fragen, warum tut ihr das? Ja, das finde ich viel schlimm. Warum raucht ihr in der Schwangerschaft? Warum? Das finde ich viel schlimmer, das stimmt. Und das ist dann auch ja noch bewusst eine Behinderung riskieren. 2005 wird Maren wieder schwanger. Die Ärzte stellen fest, dass auch ihr drittes Kind, wie schon das erste, das Down-Syndrom hat. Wo Julian dann rauskam, der hat ja gar nicht geschrien, der war ja ganz blau. Und deswegen, meine Hebamme hat dann gleich einen Krankenwagen, Notarzt gerufen. Und das war natürlich für mich ganz schrecklich. Also das war richtig, das war dann in dem Moment nicht schön. Aber Julian überlebt, dank einer Herz-OP kurz nach der Geburt. Heute geht es ihm gut und er genießt mit seinen jüngeren Brüdern, Simon und Till, die Ferien auf Mallorca. Die beiden Jungen sind kerngesund. Und auch die erste Nacht in der Finca war überraschend ruhig. Ja, also Sophie hat eigentlich ganz gut geschlafen. Sophie hat 1,5 Stunden gebraucht, bis sie eingeschlafen ist. Zwar mit Licht an, aber es hat trotzdem super gut geklappt. Hätte ich nicht erwartet, hätte ich echt nicht erwartet. Heute geht es auf Entdeckungstour nach Sakoma. Die Großfamilie will shoppen. Strandspielzeug soll es sein und alle dürfen sich etwas aussuchen. Mama! Guck mal, Mama! Was hast du denn da, Julian? Den möchtest du haben? Ja. Ja? Und die Taucherbrille. Ja, Till. Jetzt noch schnell zur Abkühlung an den Eisstand. Irgendwie ist hier alles viel entspannter als zu Hause, finden Jens und Maren. Hier sehen die Leute, gehen eigentlich ganz normal an einem vorbei und starrt keiner an. In Deutschland haben wir zum Gegensatz schon erlebt, dass da dann Menschen sind, die dann ein bisschen vor sich hin lachen, wenn sie dann Sophia dann sehen und dann mit Absicht dann die nachäffen oder Restaurants, dass dann andere genervt sind, wenn Sophia dann ein bisschen lauter ist. Also, dass man viel angestarrt wird, wie können wir nur? Und hier finde ich das einfach viel lockerer, muss ich sagen. Auch am Strand, Julian dann immer, und Sophia ist ja auch so locker und winkt und freut sich. Finde ich hier lockerer als bei uns. Und dann geht es ab ins Mittelmeer. Vor allem Sophia und Julian genießen die Ferien mit der ganzen Familie sehr. Denn zu Hause ist ihr Alltag streng durchgetaktet. Vor 3 Jahren treffen wir Maren und ihre Familie zum ersten Mal. Wieder einmal steht ein Arztbesuch an. Kinderarzt Martin Brachmann kennt Sophia und Julian schon lange. Der Mediziner weiß genau, worauf er bei ihnen besonders achten muss. Er schaut sich regelmäßig den Bauchraum per Ultraschall an. Es ist ja schon so, dass die einige Risikofaktoren haben, ne? Von Herzerkrankungen über Fehlbildung, auch besonders im Bauchbereich. Dann im Stoffwechselbereich, Schilddrüsenunterfunktion, Zöliakie, solche Sachen. Und das muss man halt im Laufe der Entwicklung bei denen einfach im Auge behalten. Sophias Bauch ist zum Glück in Ordnung. Sorgen bereiten dem Arzt aber ihre Ohren. Haben Sie den Eindruck, dass sie Schmerzen hat? Ja, weil sie wieder vermehrt mit den Zehen knirscht, ne? Oh je, hier sieht es aber nicht so gut aus. Da sehe ich doch so ein etwas vorgewölbtes Trammelfell, ne? Maren Friedrichs hat sich damit abgefunden, dass ihre beiden Down-Syndrom-Kinder häufiger krank sind und besonders gefördert werden müssen. Eine Maßnahme ist die Hippotherapie. Beim Reiten verliert Sophia ihre massive innere Anspannung. Auch ihre Bewegungsstörungen lassen nach. Sobald sie auf dem Pferd sitzt, fängt sie an zu brabbeln. Sie fängt einfach an zu brabbeln und zu reden. Man kann das zwar nicht verstehen, aber sie spricht und freut sich auch total. Also sie geht richtig auf dem Pferd. Julian und Sophia haben sich trotz ihrer Beeinträchtigungen gut entwickelt. Und ihre Eltern haben einen großen Anteil daran. Deshalb schmerzt es Jens und Maren sehr, wenn ihnen immer wieder vermittelt wird, dass es Kinder mit Down-Syndrom eigentlich ja gar nicht geben müsste. Ich habe von einer Frauenärztin hier in Aurich mal so eine Überweisung in die Hand gedrückt bekommen. Hier, zum Sterilisieren. Da dachte ich mir, geht's noch? Ungefragt. Ungefragt. Da dachte ich mir, ey, wo bin ich hier? Das ist doch mein eigener Körper. Ja, einfach so.
Beide haben die Debatte um vorbeugende Trisomie 21 Bluttests kritisch verfolgt. Die versuchen das auszusortieren, gesund von Down-Syndrom. Aber ich finde das alles andere als in Ordnung. Ich meine, jeder hat dann, ich weiß nicht, ob das denn jeder macht, wenn man es vorher weiß. Die Entscheidung hat man dann ja immer noch. Aber ich rate nur jedem, denkt da lieber 10-mal drüber nach. Weil wenn das dann erstmal weg ist, dann ist es zu spät. So sieht es auch Professor Peter Dobrock, der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Die Friedrichs treffen ihn 2019 im Stern-TV-Studio. Es geht ja nicht nur um Trisomie 21. Wir haben ja viele andere Formen der Behinderung, die auf eine andere Weise entstehen. Dass man ein Leben führen kann in unserer Gesellschaft, dass uns klar sein soll, welcher Gewinn es ist, dass wir nicht einfach nur gestreamlined die Normalform des Lebens haben, sondern dass wir so unterschiedliche Formen des Lebens haben. Und daran zeigt sich, wie lebenswert unsere Gesellschaft ist. Yeah! Maren Friedrich und ihre Großfamilie jedenfalls genießen ihr Leben gerade in vollen Zügen. Die Woche Finca-Urlaub auf Mallorca ist für alle etwas ganz Besonderes. Gönn mir! Und sie macht Lust auf mehr. Von mir aus können wir jedes Jahr in den Urlaub fliegen. Nächstes Mal aber woanders hin. Ja. Fliegen wir weiter. Die Friedrichs haben es nie leicht gehabt. Doch sie haben sich für genau diesen Weg entschieden. Ihren eigenen Weg. Ein Leben mit 8 Kindern. Egal, ob gesund oder mit Handicap.